ist das aber schön. Guten Morgen. Die Pfanne wird sehr, sehr schnell heiß. Die Soße ist jetzt wunderbar rosa. Ja? Wir haben das jede Frau zu Hause mittlerweile, dass man dafür wahnsinnig viel Geld kriegt. Ganz entscheidend ist, Gerichte orientieren sich an der Lebensmittelbuchkommission. Das heißt, in dem Fall, wo man sich vor Gericht kontrovers eine Frage zur Prüfung vorliegt, dann guckt die auf das, was die Lebensmittelbuchkommission dazu gesagt hat. Und darum ist das schon ein sehr, sehr wichtiger Ort, der in der Tat noch nicht so bekannt ist, wie man sich das wünscht. Und das ist das, was wir auch wollen. Wir wollen eine handlungsfähige Kommission, die am Ende uns eine Rechtssicherheit bietet und dem Unternehmen eine Rechtssicherheit bietet. Dabei die Fische. Was kann Politik leisten? Was muss Politik leisten? Wo soll die Politik die Finger verlassen? Also jetzt finde ich zum Beispiel wichtig, dass sich Politik darum kümmert, dass diese Kommission mal arbeitet, mal als Beispiel. Ich finde aber auch, Politik muss sich dann darum kümmern, wenn ich als Verbraucherin betrogen werde, wenn ich dann in meiner Lasagne statt Rindfleisch Pferdefleisch habe. Landwirtschaft hat sich hervorragend entwickelt, die gesamte Branche, die Ernährungswirtschaft. Wir haben 4000 Produkte im Markt, in den Verkaufsregalen. Also bei uns kann Verbraucher, Verbraucherin das einkaufen, was er sich wirklich wünscht. Und eine Riesenauswahl, Top-Produkte, die schmecken, es macht Spaß, sie zu genießen. Diese schleichenden Vergiftungen mit Chemie, da glaubt man als Verbraucher, das sind die größten Gefahren. Und tatsächlich, und das ist einer der Gründe, warum unser Institut daran arbeitet, sind es eben ganz andere Risiken, als die der Verbraucher so fühlt, an denen man dann auch krank werden kann. Ja, also diese unterschiedliche Wahrnehmung ist auch zum Teil unser größtes Problem, weil wir raten Dinge der Bundesregierung, ja, die ganz anders in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Es gibt keinen, aber auch wirklich keinen Grund, egal ob das in Verbindung mit Debatten um Tierschutz oder um Pflanzenschutz ist, wo man in Deutschland derzeit sagen kann, ich traue mich, das eine oder andere nicht mehr zu essen. In Deutschland gibt es 1270 Brauereien, übrigens in Ländern wie beispielsweise den USA nur noch 78. Dann können Sie sehen, wie sich auch Marktanteile verschoben haben und was das Besondere ist, das unser Land ausmacht. Was der Herr Minhoff gerade mit klein und mittelständisch gesagt hat. Ganz viel Vielfalt, ganz viel sehr gutes Handwerk, aber auch ganz viel Forschung mit dabei.